Willkommen zum Themencheck, diesmal wieder mit Hansa Wernicke und einer gewagten Forderung, Putin und Zelensky, beide müssen weg für den Frieden. Und natürlich soll auch heute thematisch die Brücke zu Wirtschaft und Börse gebaut werden. Auf geht's. Ich begrüße Hansa Wernicke, der mir zugeschaltet ist. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Tisch. Ja, der Ukraine-Krieg scheint militärisch festgefahren zu sein. Man kann das Blutvergießen fortsetzen oder man setzt endlich auf eine Verhandlungslösung. Sie plädieren für Verhandlungen, Herr Wernicke. Warum und mit welchem Hintergrund? Ich plädiere nicht für Verhandlungen, sondern sie sind geschichtlich und politisch notwendig und zwingend. Ich stelle fest, wie jetzt geht es um Realpolitik und nicht Sympathien für Putin oder gegen Putin oder für Zelensky oder gegen Zelensky, sondern wir reden ausschließlich darüber, was die Situation darstellt und wie sie voraussichtlich verlaufen wird. Dafür gibt es für Europa genügend Beispiele für solche Entwicklungen und darauf geht es heute. Wie auch immer die ethische Rechtslage bei diesem Krieg sein mag, letztlich bleibt Russland ja ein Mitglied der Völkergemeinschaft, ein rohstoffreiches Mitglied noch dazu, und zwar unabhängig davon, wer im Kreml das Zepter führt. Wie sehen Sie Russland als Land, als indirekter Nachbar in der Ära nach Putin? Zunächst mal stellen wir fest, Russland hat noch nie einen Krieg verloren, auf ihrem eigenen Land oder an seinen Grenzen. Es gab nur eine einzige Niederlage zeitweise, 1905 gegen die Japaner. Ansonsten nie. Das muss man wissen, wenn man jetzt über Krieg redet oder den Ausgang. Der erste Versuch von Karl XII. Von Schwedens endete bei 1712 bei Poltawa. Friedrich der Große kämpfte gegen das russische Militär in Zorndorf und Kunersdorf 1759. Das ging als Patt aus. Noch niemand hat Russland jemals besiegen können. Die zwei Krimkriege des vorletzten Jahrhunderts sind bekannt, liefen in der gleichen Folge mit dem Ergebnis, dass die Krim endgültig russisch wurde. So auch jetzt. Wer also glaubt, mit Waffenlieferungen die Russen zu besiegen, ist einfach ein Phantast. Das ist Unsinn, darüber zu reden. Also stellen wir fest, der Krieg ist, oder sagen wir mal, die Fronten sind festgefahren. Nichts wird sich bewegen, im Winter schon gar nichts. Also ist die zwingende Frage, was macht man aus einer solchen Situation? Und nicht mit Ideal- oder Moralvorstellungen, sondern mit realen Bedingungen. Das ist die Kernfrage der Sache. Für viele Menschen dürfte der Konflikt ja ein eindeutiges Schwarz-Weiß-Bild sein, ohne Graustufen. Was ist Ihre Einordnung der jeweiligen Kontrahenten oder auch der Länder, auch mal etwas jenseits des typischen Blickwinkels der Medien? So wie die Geschichte es ja zeigt, muss man in einer solchen Situation Lösungsvorschläge erarbeiten. Das ist mühsam, natürlich, aber es ist machbar. Jeder Krieg in Europa ging auf irgendeine Weise zu Ende und wie Sie wissen, immer mit Verhandlungen, abgesehen von der deutschen Kapitulation. Das habe ich schon mal erklärt. Also geht es jetzt im Kern, wer packt das Thema an und wie packt man das Thema an? Jedenfalls mit Sicherheit nicht so, wie die Berliner Politik das glaubt, richtig zu machen, noch mit Ansporn, mit moralischen Vorwürfen oder mit der Lieferung von aggressiven Waffen das Thema zu verschärfen. Damit erreicht man gar nichts, schon gar nicht in der jetzigen Situation. Denn fest steht, und daran kommen wir alle nicht vorbei, Russland ist Russland, es ist das größte Land, Flächenland der Welt. Es ist eine Weltmacht, wenn auch Nummer 3. Wir können nicht wegschauen, wir können sie nicht auf den Mond schießen. Auch in 100 Jahren wird Russland noch ein indirekter Nachbar sein. Also wie stelle ich mich dann gegenüber einem Nachbar gleich? Aus welchem Grund? Insbesondere, wenn ich auch ökonomische Interessen wahrzunehmen habe, und zwar für mich selbst. Das ist die Kernfrage. Jedenfalls mit Sicherheit nicht mit allgemeinen Beteuerungen und sonstigen Sprüchen. Fest steht natürlich, dass eine humanitäre Hilfe und eine Waffenhilfe für Verteidigung unstrittig sind. Das weiß jeder. Darüber muss man nicht diskutieren. Jetzt muss man darüber diskutieren, was tue ich aus deutscher Sicht? Das ist mein Standpunkt. Und Deutschland ist nicht irgendein kleines Land, sondern ein großes Land im Mittelpunkt Europas. Und wie gehe ich eine solche Frage an?
Das ist die Kernfrage, die sich gegenwärtig eben stellt. Setzen wir hier vielleicht gleich mal an. Inzwischen ist ja wahrscheinlich auch viel Emotion mit im Spiel, Hass vielleicht mit im Spiel. Wie könnte denn ein Brückenbau zwischen den Ländern aussehen, beziehungsweise nicht nur zwischen den Ländern, sondern auch mit den anderen involvierten Parteien, die dazwischen mit drin hängen, vielleicht eigene Interessen haben? Wie müsste der Brückenbau aussehen? Beide Länder, Russland wie die Ukraine, sind korrupte Länder. Das ist nun mal die Tatsache. Das wird in Deutschland gern nicht wahrgenommen oder verdrückt, je nachdem. Jedenfalls ist das so. Auf der Korruptionsleiter der Welt stehen beide ganz oben. In beiden Fällen, hinter beiden Präsidenten, sowohl Putin als Zelensky, stehen Clans. Meinetwegen können sie sie als Gruppen bezeichnen oder als Interessenverflechtungen oder welche auch immer. Hinter beiden stehen Gruppen mit wirtschaftlichen Interessen und politischen Interessen. In der Ukraine nachweisbar seit dem ersten Präsidenten Kutschma nach dem Auseinanderfallen des Sowjetunion. Alle Präsidenten seither sind grundsätzlich immer von Oligarchen oder Gruppen von Oligarchen gestützt worden. Und auch jetzt ist das Parlament zwar gewählt worden, genauso wie die Duma im Kreml, aber ohne die Hintermänner oder die Personen im Hintergrund nicht. Hinter Putin gilt das Gleiche. Schon mit seinem Start in Petersburg 1991. Also, die Interessen, die dahinter stehen, sind nicht die Interessen, die uns in der Öffentlichkeit im Westen vorgegaukelt oder erzählt. Sie ist mindestens anders. Warum ist sie anders? Die russische Politik funktioniert nun mal anders als im Westen oder in Westeuropa. Wer auch immer die Verhandlungen eröffnen wird, muss wissen, dass beide eines mit Sicherheit nicht gegenseitig akzeptieren. Einen Sieger. Weder Putin darf ein Sieger sein mit einer anschließenden Siegerparade, genauso wenig wie Zelensky mit einer Siegerparade in Kiew. Beide sind also für einen Friedensschluss mit Sicherheit die falschen Personen. Das gilt im Übrigen für alle Autokraten dieser Art in der Geschichte Europas seit 200 Jahren. Fangen wir mal bei Napoleon an. In jedem Fall ist es so, dass Autokraten dieser Art, die auf ihre Weise zur Macht gekommen sind, gleich aus welchem Grund, ich betone das, wir reden nicht von Wahlen. Mussolini ist auch gewählt worden. Was daraus geworden ist, wissen wir. Was Hitler ist auch gewählt worden. Was daraus wurde, wissen wir auch. Alle weiteren muss ich nicht mehr erwähnen. Die jetzt genannten sind in der gleichen Situation. Kurzum, es braucht eine Person oder ein Gremium, dies anzugehen. Wer ist bereit? Weltweit bereit? Oder eigentlich ein Europäer? Denn andere kommen nicht in Frage. Das Heft in die Hand zu nehmen, wenn ich mich so ausdrücken darf, um eine Verbindung, eine Brücke zu bauen unter den Leuten, die ich gerade erwähnt habe, die wir alle nicht kennen. Die gesamte Entourage, sowohl hinter Putin als auch hinter Zelensky, ist unbekannt. Keine 5 Leute, Frauen wie Männer in Moskau oder in Kiew sind bekannt. Keiner gibt ein Interview. Keiner ist für Interviews überhaupt ansprechbar. Keiner gibt ein Statement. Abgesehen vielleicht von dem Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, als ehemaliger Boxweltmeister und bekannter Person. Alle anderen Personen sind weitgehend im Westen, weitgehend unbekannt. Warum wohl? Weil es Interessen sind, die dahinter stehen, die zu berücksichtigen sind und die einzubinden sind. Denn ohne die geht es wiederum nicht. Das muss man ebenfalls wissen. Das bedeutet, dass alle Interventionen und Brückenschläge einer anderen Konstruktion bedürfen, auf welcher Ebene auch immer, um zu einem gemeinsamen runden Tisch, um es mal so zu sagen, zu kommen. Ohne dem geht es nicht. Sie hatten ja früher schon die Person Angela Merkel aufgegriffen. Halten Sie es für denkbar, dass es tatsächlich eine europäische Lösung gibt, ohne dass die Amerikaner auch im Grunde genommen die Weichenstellungen treffen? Halten Sie da den europäischen Alleingang überhaupt für denkbar? Die Amerikaner sind im Hintergrund natürlich und die werden nicht geduldet werden.
Mit Sicherheit werden sich die Russen nicht mit den Amerikanern an den Tisch setzen. Das habe ich schon einmal gesagt. Für die Russen kommen weder die Amerikaner, noch die Engländer oder Briten, noch die Franzosen in Frage. Sie sind Partei aus der Sicht der Russen. Das ist das Problem. Es wird wahrscheinlich eine Gruppe aus Europa sein müssen, die glaubwürdig genug ist für die Russen und auch für die Ukrainer, um die Interessen beider Länder abzuwägen. Es geht darum, was mit Sicherheit nicht anders zu erwarten ist. Russland hat noch nie, auch das betone ich, auf Land, welches sie erobert hat oder zurückerobert hat, die Krim ist ein gutes Beispiel dafür, auf Land verzichtet. Geht nicht. Schminken wir uns das bitte ab. Die Ostukraine ist also mit Sicherheit ein Teil des Kompromisses. Ich nenne es mal Kompromiss. Also das Donbassbecken, was im Übrigen wirtschaftlich von Bedeutung ist. Inwieweit die Krim-Ufer beziehungsweise die Schwarzmeerufer dazu abzugrenzen sind, lasse ich offen. Jedenfalls geht es nicht. Das Thema Krim ist für die Russen erledigt. Also, wer da reingeht in diese Situation, in diese Gesprächslage, muss wissen, dass das ein Aufhänger ist. Keiner kann dem widersprechen. Für die Ukrainer ist es wieder richtig und nachvollziehbar, dass sie ein freies Land bleiben werden oder sollen. Dafür gibt es Garantien, mindestens in der europäischen Verbindung wirtschaftlicher Art, also EU gleich als welcher Art, aber auf keinen Fall im Sinne einer NATO-Mitgliedschaft. Jeder Verhandlungspartner muss also wissen, dass diese beiden Themen begrenzt möglich sind. Unter diesen beiden Voraussetzungen sind also Gespräche möglich, ganz bestimmt möglich, das behaupte ich, wenn man von vornherein die Bedingungen stellt. Wer also seine Möglichkeiten überzieht, und das wiederum gilt für beide, ist kein Gesprächspartner für eine anschließende Lösung. Das Ergebnis heißt dann, beide müssen zurücktreten, ob vorher, nachher, unter Bedingungen, das lasse ich offen. Von Stalin stammt der schöne Spruch, die Hitler gehen und kommen. Das deutsche Land oder das deutsche Volk bleibt bestehen. Jetzt gilt für Russland, die Putins, die kommen und gehen, aber Russland bleibt bestehen. Mit dieser Prämisse muss jeder umgehen können, der in solche Gespräche Eingang findet. Frau Merkel hatte seltsamerweise bis jetzt den Ruf in 16 Jahren aufgebaut, so merkwürdig das klingt und so komisch das für einige Deutschen auch klingt, dass sie eine Höchstmaß an Glaubwürdigkeit in ihrer ganzen Zeit der Regierung, Außenpolitik, dargestellt hat. Es gibt keinen einzigen Fall, wo sie in dieser Hinsicht falsch entschieden hätte. Immer unter Wahrung der eigenen Interessen, sprich der deutschen Interessen, und gleichzeitig ein ausgewogenes Verhältnis zu schaffen zwischen den jeweiligen Partnern. Und wenn Sie mir erlauben, würde ich dann nochmal Frau Merkel als zum Vorschlag machen. Obwohl, wie gesagt, die Resonanz in Deutschland eher merkwürdig ist. Das Ergebnis heißt zwingend, möglichst schnell, unverzüglich und unter Druck. Und das kommt auch aus den Parlamenten, auch aus der politischen Szene jedes Landes, eine Lösung zu finden, wie man mit diesen beiden an einen Tisch kommt. Und zwar Auge um Auge und beide gleichberechtigt auf gleicher Höhe. Also mindestens sinngemäß, denn beide werden sich natürlich nicht an den Tisch setzen. Der Gasmarkt steht vor der gleichen Konstellation wie vor 44 Jahren der Ölmarkt. Das ist alles bekannt und beschrieben worden. Der Gasmarkt wird die gleiche Struktur aufweisen wie der Ölmarkt. Damals war OPEC die Nummer eins. Dazu kam Amerika, insbesondere für den Eigenbedarf. Und schließlich Russland in der Größe, in der Menge. Damals noch nicht so groß wie später, aber jedenfalls schon erkennbar. Jetzt haben wir wieder drei große Parteien im Gasmarkt. A, Russland als größter. Zweitens USA, Kanada für Erdgas oder verlängert LNG.
als Lieferant und noch Katar von der Sache her oder möglicherweise auch Norwegen mit seinen Reserven. Gegebenenfalls kommt demnächst Neuengland hinzu mit den Gasreserven, die demnächst freigegeben werden zur Erschließung. Die große Luft ist ja raus, von 300 sind wir inzwischen bei 100 Euro je Megawattstunde. Und gute Kenner dieser Szene in Düsseldorf und Essen sagen mir jedenfalls, sie rechnen mit einem nachhaltigen Preis, wenn auch stark schwankend, in der Größenordnung zwischen 40 und 60 Euro als aus den jetzigen Verhältnissen heraus. Ohne Russland wird es nicht gehen. Ob sie in einem Club zusammengefasst werden oder nicht, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie dabei sind, liefermäßig und keine Feinde sind. Und mithin ein Interessenausgleich stattfindet. Zurzeit kursieren natürlich, wie immer, die irrsinnigsten Themen vom Untergang Deutschlands und derartige Dinge. Das wird ebenso wenig passieren, wie es in der Vergangenheit passiert ist. Insbesondere in der Ölkrise damals. Lösen Sie sich von solchen Dingen und schauen Sie da nicht hin. Denken Sie einfach über die realen Dinge nach, wie ich sie kurz versucht habe zu umreißen und wie man auch mit der öffentlichen Meinung dahin kommt, dass ein Druck auf die Politik entsteht, wirklich zu verhandeln und zwar ernsthaft zu verhandeln und nicht mit lapidaren Erklärungen oder Statements irgendetwas in die Welt zu setzen. Das ist so meine Botschaft für heute. Was macht die Börse daraus? Das Lieblingsthema der Deutschen ist Inflation und Rezession. Ich habe es schon einmal erklärt, es findet weder eine große Rezession statt, sondern nur eine von 0,2, 0,3, mehr oder weniger Wachstum. Und darüber diskutieren ernsthaft Volkswirte im Fernsehen und in anderen Medien. 0,4% weniger Wachstum oder mehr Wachstum sind rund 100 Milliarden pro Jahr gerechnet. Mehr oder weniger. Einmal weniger, einmal mehr. Das ist eine lächerliche Größe im Verhältnis zu dem, was Deutschland insgesamt als Wirtschaftsmacht darstellt. Wie sieht die Inflation, die jetzt bei 10% herumgereicht wird, sagen wir in 6 oder 10 Monaten aus? Die Rücknahme erfolgt leider langsam, in Stufen. Das weiß jeder, der mit Statistik zu tun hat. Das bedeutet, wenn der Preis von Gas und Strom nun so deutlich wie bisher reagiert und auch im Wesentlichen unten bleibt, dann geht stückweise die Inflationserwartung schrittweise über die Produktions- und Handelsstufen zurück. Leider, das ist Erfahrung in der Wirtschaft, nur stückweise. Das heißt, es dauert lange, vielleicht sogar 12 Monate, bis die Inflation, die gepusht wurde durch die beiden Preise, wieder auf Normalniveau angekommen ist. Meine These sind 5%. Mit 5% kann ich leben. Und damit kommen wir auch schon zum Ende des heutigen Themenchecks. Vielen Dank an Sie, Herr Bernecker, für das Gespräch. Und auch Ihnen danke, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie uns begleitet haben. Ihnen noch einen sehr guten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ich schließe mich dem ab.